Moin Schwerin, jetzt geht's mit breiter Brust in den Oberbürgermeisterwahlkampf für unsere Stadt. Gerade hat mich mein Kreisverband mit 97% der Stimmen als Kandidat nominiert und ich nehme diese Herausforderung natürlich gerne an. Denn es gibt viel zu tun in unserer Stadt. Deswegen Ärmel hochkrempeln und Attacke. Der bisherige Amtsinhaber von der SPD kümmert sich ja nicht um die dramatischen Fehlentwicklungen, zum Beispiel die illegale Migration. Andere Städte verhängen einen Aufnahmestopp. Der Bürgermeister hier plant weitere Asylheime, obwohl wir schon Sternbuchholz haben. Das geht so nicht, deswegen wir fordern den Bürgermeister auf, hier auch einen Aufnahmestopp auszurufen. Ansonsten tun wir das dann im Amt ab 4. Juni. Wir wollen unsere Stadt sicherer machen und wir wollen dafür sorgen, dass unsere Unternehmen hier bleiben können und sich auch neue ansiedeln können. Wir brauchen attraktive Bedingungen für die Wirtschaft. Deswegen runter mit den Gewerbesteuern. Eine bessere Infrastruktur ist notwendig, zum Beispiel ein schneller Ausbau des A14-Anschluss Schwerin Süd. Und wir wollen dafür sorgen, dass unsere jungen Leute hier leben und hier bleiben können mit einer guten Ausbildung. So möchte ich mich einsetzen für eine Hochschule für Techniker, Ingenieure. Das sind die Arbeitskräfte von morgen, die wir hier bei uns brauchen. Also gemeinsam können wir die Dinge ändern in dieser Stadt. Es ist wirklich dringend notwendig. Helft mir dabei, machen wir diese Stadt wach. Seid selber Wachmacher und schaut mal auf meine neue Seite für die Oberbürgermeisterwahl. moin-schwerin.de. Gemeinsam packen wir das.